Was ich mich frage, ist natürlich aber auch, wo Claire ist. Den müssen wir doch eigentlich retten, oder nicht? Ja. Ja, hier fehlt uns halt noch der Herdschlüssel, deswegen lohnt sich es, glaube ich, noch nicht hier wieder reinzugehen. Gehen wir erstmal wieder zurück. Der Flammenwerfer ist bestimmt nicht gegen die Wasserfischer. Einfach mal austesten, ne? Das ist echt immer schwierig, das hatten wir bei Resident Evil 4 auch schon. Das ist einfach, man weiß es halt nicht. Ja, das stimmt. Ja, wo müssen wir genau hin, ne? Das ist jetzt mal wieder die große Frage. Natürlich auch da speichern können. Scheiße. Jetzt kann ich lang. Ich seh's. Konnten wir denn den ganzen Weg zurück wieder? Ja doch, es gab einen anderen Eingang in die Kanalisation, aber die sind wir gerade quasi aufgegangen. Ja doch, es gibt einen anderen Weg zurück, aber wenn wir den benutzen... Dann, haben wir das Problem? Ja. Also wir könnten natürlich hier durch, aber dann hätten wir halt definitiv das Problem, dass uns ja wieder einer fehlt. Also müssen wir einen anderen Weg wählen. Aber von hier sind wir gekommen, ne? Ja. Zurück können. Das bedeutet natürlich allerdings auch wieder, dass wir jetzt auf allerhand an den Drecksviechern treffen. Rechtzeitig wissen wir überhaupt noch gar nicht, wo lang es geht. Da übrigens, obwohl das ist Treppe. Da sind wir ja runtergerutscht. Wir haben schon so viel gemacht, das ist das Problem. Welcher Weg ist jetzt wofür? Ist das jetzt dahin? Wir gehen erst hier lang. Ich
Wahrscheinlich schlagen jetzt schon wieder alle die Hände über Kopf zusammen. Und was machst du da? Wie gehst du da lang? Das ist es auf gar keinen Fall. Doch, wir sind richtig. Ja. Gut, würde ich sagen, machen wir direkt wieder eine Speicherung. So. Ist aber tatsächlich gar nicht da, wo ich dachte, dass wir da hinkommen. Hier ist noch eine Tischstangentür, aber ach, die geht ganz woanders hin. Dann ist das nämlich wahrscheinlich doch der Gang, der da hingeht. Eigentlich wäre es unlogisch. Ein Gang, der in die Richtung zeigt und in die andere Richtung führt. Das stimmt. Und wir waren da ja auch schon. Hier fehlt halt nur diese T-Stangenvertiefung. Das wird vielleicht ja nicht so wichtig sein. Okay, hast du aufgeschrieben? Turm und Springer, selbe Wand. Warte, N und D, was ist N? Ich weiß es gleich. Moment, ich mach erstmal, hier kommt der Springer rein. Okay, da ist kein Zeichen mehr, da ist auch kein Zeichen mehr. Machen erstmal die, die wir wissen, wo sie hinkommen. Das war alles raus hier. So, hier ist der Springer. Hä? Ich dachte, ich hab hier reingetan. Okay. Jetzt siehst du nochmal vor. Turm und Springer, selbe Wand. Okay, weiter. Was ist N und D nicht nebeneinander? N ist... Da Turm rein. Nee, der Turm muss gegenüber von der Dame. D und T gegenüber. Dame und Turm gegenüber. Ja, was ist das denn dann hier? Ein Bauer auch. So, nochmal. Turm und Springer nebeneinander. Nee, selbe Wand. Turm und Springer. Dame und Läufer nicht nebeneinander. Also muss die Dame schon auf der anderen Seite, wo der Läufer ist. Nee. Ach nee, die kann ja doch auf... okay. Dame und Läufer. Würde ich dann einfach sagen, hier. Obwohl die Dame und Läufer nicht nebeneinander kann ja schon mal gar nicht hier. Hä, die können dann quasi gar nicht irgendwo rein. Weil die sind ja immer nebeneinander. Warum? Hier ist Benny nebeneinander. Okay, oder nicht an einer Wand, ne? Der Turm und Springer ist dieselbe Wand. Und Turm ist nicht gegenüber von der Dame. Turm ist gegenüber von der Dame. Okay. Dann kannst du der hier sein. Dann kommt hier die Dame rein.
war jetzt mit dem Läufer. Nicht neben der Dame. Ja. Was, die Läufer? Hier, das ist doch der Läufer da an der Seite. Oder nicht? Wie kann da nicht die Dame hin? Hä, Läufer ist er? Ach nee, Springer. Stimmt, ich vertue mich mit Springer und Läufer. Läufer ist im Prinzip ein Bauer. Ja, und ich das hier... ist ein Springer. Ja, aber wenn die Dame gegenüber vom Turm sein muss und der Turm neben dem Pferd... Was darf die Dame nicht neben dem Läufer? Turm und Springer selbe Wand, das muss nicht nebeneinander sein. Turm und Pferd. Ja, aber Dame gegenüber vom Turm. Ja. Ja, hier ist aber ein Zeichen drauf, das heißt, die Dame kann nur hier hin. Ja, was ist denn überhaupt die Dame? Das ist der König. Ja. Das ist die Dame. Ja. Das ist, glaube ich, die Dame, ne? Ja. Ja. Also hatte ich schon richtig, aber ich habe es einfach falsch gesetzt. Ja, okay. Okay. Bin fast da, Ada. Der Videorekorder ist auch noch nicht total ausgenutzt. Okay. So. Das ist bestimmt... Egal, wir gehen jetzt mal weiter. Ich speichere eben, damit wir das Rätsel nicht noch im schlimmsten Fall nochmal machen müssen. Da kannst du nicht speichern? Ja, ich bin gerade am Überlegen. So. Also das Einzige, was im Polizeirevier fehlt, uns ein Schlüssel. Und... Ja, also eine Sache können wir ja da machen, aber... Ja gut, gucken wir dann. So, Ada retten. Haben wir jetzt noch Platz? Soll ich erstmal einfach mein Unglück laufen? Ja, ich hab eh keine Muni in der anderen, ne? Stromversorgung. Abfallkammer. Die Abfallkammer wird bestimmt erst funktionieren, wenn wir bei der Hauptstromversorgung waren. Das ist logisch eigentlich. Kann man darauf wohl schießen? Man muss ja aufpassen, womit man zuerst kombiniert, weil wenn man ja nur Rotes und Grünes macht, stellt sie sofort die volle Gesundheit her, glaube ich. Das weiß ich nicht. Okay,
Okay. Das ging fix. Scheiße, hätte ich mal doch noch alles Leben mitgenommen. Richtig. Oder komplett, sage ich mal. Ja, jetzt einigermaßen fix tatsächlich. Ja, das stimmt. Ich hoffe, den bin ich los. Das war gut. Hä? Für was ist denn das, Muni? Ach, auch Pistole? Ach so, Magnum. Okay, oh. Ich habe noch nicht mal einmal benutzt jetzt. Ah ja, doch, habe ich ja doch, aber eigentlich nicht gegen die oder gegen den ich ihn hätte benutzen sollen wahrscheinlich. Schon in Sorge. Ich krieg es nicht raus. Ich weiß nicht, ob ich das... Tu es einfach. Ich kann so nicht laufen. Okay. Wird wehtun. Ah!
Warte. Lass doch, ich mach's selbst. Entspann dich, okay? Entspann dich. Also, wie geht's weiter? Sieh zu, dass du es hier rausschaffst. Solange du noch kannst. Ich werde dich nicht hier lassen. Nicht so. Du verstehst das nicht. Die Situation ist übler, als ich dachte. So einfach wirst du mich nicht los. Du hast mich beschützt. Jetzt bin ich dran. Wusste nicht, dass wir hier Punkte zählen. Greif meine Schulter. Ganz schön mutig, Frischling. Okay, will er nur helfen. Vorsichtig. Du willst helfen? Wir müssen dringend zum Nest. Nest? Umbrellas Labor, direkt unter uns. Annette hat sich verplappert. Dort sind die Virusproben. Bist du dabei? Denke, mein Kalender ist frei. Komm. Wir haben was zu tun. Ja, Ma'am. Okay. Hier ist dann doch wohl nichts mehr. Die Standseilbahn bringt uns runter zum Nest. Dieses Armband ist unsere Fahrkarte. Nett. Woher hast du das? Ausgeliehen. Wie auch immer, wir sind fast da. Ja, jetzt ist die Frage, können wir jetzt so zurück oder nicht? Dann müssen wir ja doch nochmal ins Polizeirevier. Ja, wir haben immer noch nicht den Schlüssel. Ja, aber wir haben was anderes. Das sind zwei Messer. Ja, eins reicht eigentlich, ne, wenn ich das... Weil ich habe drei Sachen hier zum Dings verstauen. So, Leben nehme ich aber dann noch normales mit. Ich weiß nicht mal, ob wir jetzt zurückgehen können, aber gut. Ich check die Maschine und dann schauen wir weiter. Ja, was meinst du? Zum Polizeiquartier versuchen zurückzukehren? Ja, können wir. Da haben wir ja noch ein, zwei Sachen, ne? Aber kannst du das Lass so mich einfach? Dich tragen. Nein, ich würde mich nur schlechter fühlen. Ja, das ist halt die Frage. Ah, ich weiß, welche Treppe das ist. Das ist da, wo die T-Stange kaputt ist. Und von der anderen Seite kann man es wahrscheinlich öffnen. Die haben wir auch noch mit, ne? Ja. Ja. Dann mussten wir hier hoch, ne? Ich glaube schon. Geht jetzt bestimmt nicht mehr. Weil wir sie schon gerettet haben. Wie ist die Schule? Schlimmer, als es aussieht. Was? Ein paar Beine mit einem Fuß im Grab. Ja. Thank you.
Oder? Ich hab sich doch richtig hier alles jetzt, ne? Ja. Oder? Ja. Meine Fresse. Der geht mir gerade schon auf den Schnösel die ganze Zeit. So, Edda haben wir einfach jetzt mal da stehen gelassen. Noch ein Hör, glaube ich. Kammer. Achso, ja, da müssen wir ja auch hin. dann treffen wir gleich wieder schön auf Licker. Jedes Mal, ey. Cool, wir kriegen unser altes Messer sogar noch wieder. Scheiße, nee. Ein Versteck, okay. Ein Schreibtisch mit einem umgekippten Becher. Und wo ein Kassettenrekorder draufsteht. Kannst du Seite umblättern? Nee. Steht auch ein Mikro, wie es aussieht. Boah, das kann ja überall sein, ey. Und es war noch nicht alles von der Dunkelkammer. Das Schlimme daran ist ja, Warnung, so speichern ja, wa? Ja. Das Schlimme daran ist ja, das kann ja jeder Raum sein. Haben wir die Fotos denn irgendwo dabei, dass wir nachgucken können? Ja, ich meine, dass die, Ja, okay.